Moin Freunde, was geht ab? Heute schauen wir uns die gute Alicia Joe an, die uns erklären möchte, warum du TikTok noch heute löschen solltest. Ich selber habe auch TikTok und es ist schon teilweise echt krass, wie schnell man da sich in der Zeit verliert in dieser verdammten App und wie viel Müll und Schmutz eigentlich dort unterwegs ist. Aber okay, wir werden sehen, was Alicia Joe jetzt zu sagen hat. Wusstet ihr, dass auf einer Skala von 1 bis 10 das psychische Wohlbefinden von Frauen, die kein Social Media nutzen, etwa bei 7,8 liegt, während Frauen, die mehrmals täglich TikTok nutzen, im Schnitt ein Wohlbefinden von nur 6,2 haben? Wenn nicht, dann schaut euch dieses Video an. Man hört es ja immer wieder, TikTok und soziale Medien sollte man nicht exzessiv nutzen, da das langfristig wohl unglücklicher macht. Über psychische Gesundheit wird oft gesprochen, dass man sich mit den hübschen und erfolgreichen Menschen... Es ist auch leider so eine gut funktionierende Masche in Social Media, egal ob Instagram oder TikTok oder sonst wo. Die Leute suchen nach Lösungen für Probleme. Und die Gegenseite liefert Lösungen für Probleme, aber immer nur so ein paar Häppchen, die Lust auf mehr machen, aber nie die richtige Lösung. Und das ist ganz, ganz verwerflich und ganz schlimm. Und es gibt so viele Coaches und, ach, hast du nicht gesehen. Und auch dieses, egal ob es Kindeserziehung oder Richtung besser fühlen und so. Es gibt ganz, ganz viele Creator, ob bei Instagram, TikTok etc., die nur darauf aus sind, dich als schwache Person zu catchen, die nämlich der Meinung ist, viele Probleme zu haben und dann eben nach Lösungen zu suchen. Und diese Lösung soll dann der Content Creator sein. Ach, schwierig, ganz, ganz schwierig, Freunde. Menschen dort vergleicht und auch gefährliche Trends und Challenges tauchen immer wieder auf. Auch auf meinem Kanal habe ich schon über so einiges davon berichtet. Und wenngleich die sozialen Medien auch sehr viele positive Aspekte haben, wie dass Menschen hier eine Stimme bekommen können, die sonst nicht gehört werden, oder dass Personen sich hier mit Gleichgesinnten austauschen können, auch wenn sie im realen Leben hunderte Kilometer auseinander leben, haben TikTok und Co. auch enorme Schattenseiten. Deshalb möchte ich euch in diesem Video 5 zahlen- und faktenbasierte Gründe nennen, warum auch du TikTok noch heute löschen solltest von deinem Handy, zumindest für eine Zeit. Bevor ihr jetzt abschaltet, weil ihr TikTok vielleicht gar nicht nutzt, es betrifft auch eure Geschwister oder spätestens eure Kinder und außerdem kann man die Argumente, die ich gleich bringe, auch teilweise auf andere Social Media Apps übertragen. That's what I'm talking about. Genau das meine ich. Auch bei Instagram. Bei Instagram auch ganz, ganz viele kleinere Creator, die auf Krampf dir jeden Scheiß verkaufen wollen, weil sie damit Product Placements machen können und sich einen Ast abfreuen, weil sie damit Geld verdienen, ist alles sehr, sehr schwierig. Es ist sehr, sehr schwierig geworden heutzutage. Auch hier ist ein Detox genauso sinnvoll. Und ich weiß, für manche von euch, die diese Apps sehr gerne nutzen, ist das Löschen an sich schon ein unmöglicher Gedanke. An euch daher schon mal vorab die folgende Idee. Man kann die App auch einfach unter der Woche deinstallieren und dann zum Beispiel am Sonntagmorgen installieren und abends wieder löschen. Euer Account geht ja durch das Deinstallieren nicht verloren. Habe ich zum Beispiel auch schon ganz oft gemacht. Und so habt ihr immerhin 6 Tage die Woche Detox. Ich weiß, dass man an vielen Handys auch so Zeitsperren einstellen kann, zum Beispiel, dass man eine App nur 30 Minuten nutzen kann und dann kommt so ein Hinweis, aber das habe ich bei mir selbst auch schon getestet und ich umgehe diese Sperren meistens und ich denke, vielen von euch da draußen wird es auch so gehen. Deshalb ist Deinstallieren definitiv die konsequentere Lösung. Und jetzt fangen wir mit den Gründen an, damit euch das auch leicht fällt. Grund 1. Zeitverschwendung. Es klingt richtig banal, aber wenn man sich mal wirklich vor Augen führt, sind Social Media Apps wie auch das abendliche Fernsehen enorme Zeitverschwendung. Und TikTok treibt das Ganze auf die Spitze. Data.ai haben in ihrem jährlichen State of Mobile Report von 2022 weltweit ausgewertet, dass der durchschnittliche User im Monat 19,6 Stunden auf TikTok verbringt. Es ist krass. Es ist brutal. Aber ich muss ehrlich sagen, ich kenne es auch. Wenn man da, du sitzt abends dann nochmal eben schnell und swipes nochmal durch, guckst dir ein paar lustige Videos an und plötzlich ist eine Stunde, anderthalb Stunden um. Das ist wirklich brutal. Es ist unglaublich, weil du auch einfach, wenn dir was nicht gefällt, swipest du weiter. Und es geht so schnell und es ist so kurzlebig alles. Ach, es ist krass.
bringt. Dieses enorme Wachstum gibt es erst seit 2021. Vorher waren Facebook und WhatsApp deutlich beliebter. In Deutschland ist es noch extremer. Hier ist TikTok mittlerweile wirklich einsam an der Spitze. Während wir zu WhatsApp und Facebook noch ein recht gesundes Verhältnis haben, verbringt der durchschnittliche deutsche TikTok-User monatlich etwa 23,6 Stunden auf der Plattform. Das sind am Tag etwas mehr als 45 Minuten. Wir sprechen von Durchschnitt, ne? Wenn wir diese monatlichen Stunden pro Person mal auf ein Jahr hochrechnen, sind das 283,2 Stunden, also fast 12 ganze Tage. 12 Krass. Ganze Tage und deren Nächte im Jahr, die ihr damit verbringt, in TikTok reinzuglotzen. Das ist länger, als manch einer Urlaub macht. Und wenn das Ganze 10 Jahre so geht, dann habt ihr am Ende 4 komplette Monate in TikTok verbracht. Und jetzt fragt euch mal, was bei euch nach so einem Tag auf TikTok hängen bleibt, also wenn man da so durchscrollt. Vielleicht erinnert man sich an 3, 4 witzige Videos oder irgendwie Tipps, die man da gesehen hat, aber der Rest ist einfach nur schwarze Materie. Verlorene Zeit. Data.ai hat außerdem herausgefunden, dass TikTok dabei sehr beliebt bei der Generation Z, also Personen zwischen 16 und 24 Jahren ist. Jetzt könnte man ja sagen, ach, diese dummen Kinder, die nächste Generation ist so verloren. Ich möchte nur kurz einen Reality-Check machen, auch für die älteren Leute da draußen. Man verbringt täglich auch meistens mehrere Stunden vorm Fernseher, wenn man gerade nicht auf diesen Apps unterwegs ist, sondern vielleicht abends lieber Fernsehen guckt. Und das ist oftmals genau so eine Zeitverschwendung. Ja, vor allen Dingen auch vom Niveau her auch ungefähr. Also das tut sich nicht viel. Ob du nun abends Fernsehen schaust und dir Bauer so Frau gönnst oder so ein, oder Schwiegertochter gesucht oder ob du durch TikTok swipest, das sind wahrscheinlich genau die gleichen Flöten, die da im Rumlaufen sind. Also da, ja, das tut sich nicht viel. Nur mal so am Rande. Naja, zurück zum Thema. Dass die Gen Z so viel auf TikTok abhängt, ist nicht nur aufgrund der verlorenen Zeit problematisch. Grund 2, verkürzte Aufmerksamkeitsspanne. Vielleicht habt ihr das ja schon mal bei euch selbst gemerkt. Wenn ihr ein YouTube-Video anschaut, euch das alles irgendwie zu langsam und langweilig ist und ihr dann die Geschwindigkeit erhöht. Oder wenn bei TikTok jemand nicht direkt auf den Punkt kommt und ihr direkt weiter swiped. Oder auch, dass euch das Lesen von längeren Texten schwerfällt. Die schlimmsten TikToks sind dieses Wait for the end oder das und das sollte passieren und dann guckst du dir das ganze Ding an und dann passiert es nicht. Oh, ist das unbefriedigend. Das ist Wahnsinn. Eure Aufmerksamkeit wandert dann irgendwo anders hin, noch bevor ich das, was ihr eigentlich tun wolltet, in sein Bann ziehen kann. Dieses Phänomen ist vermutlich keine Einbildung. Tatsächlich gibt es Hinweise darauf, dass sich die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen tendenziell verkürzt. Lange kursierte so eine ominöse Studie, dass die Menschen seit 2013 eine kürzere Aufmerksamkeitsspanne als Goldfische hätten, nämlich nur noch 8 Sekunden statt ehemalig 12 Sekunden. Diese Studie hat aber keine gute empirische Grundlage und ist eher anekdotisch. 2019 hat die Technische Universität Dänemark hingegen in einer richtigen Studie nahegelegt, dass sich zumindest die kollektive Aufmerksamkeitsspanne der Menschen in Bezug auf Nachrichten etc. verkürzt. Die Forscher haben sich in der Studie beispielsweise angesehen. Man sieht es auch, wenn man sich die YouTube-Stats anguckt, also an die YouTuber da draußen, man sieht es auch genau bei der Zuschauerbindung, dem Graphen. Diese schöne, nette Kurve mit den ganzen Zacken, wo man immer sieht, dass geskippt wurde, es ist brutal. Also, wenn man wirklich eine richtig gerade Linie hätte, das schon sehr, sehr selten. Eher hat man immer eine Zickzack-Linie, die bedeutet, dass die Leute eher immer so ein bisschen vortappen. Ne? Kennt ihr das Vortappen und dann 10 Sekunden weiter und so, die ist das Hauptsache ein bisschen schneller voran. Das muss laufen. Wie lange einzelne Hashtags auf Twitter in der Liste der 50 beliebtesten Hashtags blieben. 2013 blieb so ein Hashtag durchschnittlich 17,5 Stunden in der Liste, 2016 nur noch durchschnittlich 11,9 Stunden. Also die Hashtags steigen schneller in die Listen ein und fallen auch schneller wieder raus. Ihre höchste Popularität ist aber im Durchschnitt gleich geblieben. Daraus könnte man ableiten, dass die kollektive Aufmerksamkeitsspanne für Themen in den News gesunken ist. Also dass man vielleicht von einem Thema hört und das auf einmal total relevant empfindet und dann am nächsten Tag hat man es aber schon wieder vergessen, weil man irgendwie mit den nächsten News beschäftigt ist. Schlagzeilen sind also blöd gesagt schneller Schnee von gestern. Ob sich diese kollektive Aufmerksamkeitsspanne, die da ermittelt wurde, auch auf die individuelle Aufmerksamkeitsfähigkeit auswirkt, ist aus dieser Studie heraus schwer einzuschätzen, aber sie umreißt zumindest das Problem. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr persönlich das Gefühl habt, dass eure Aufmerksamkeitsspanne in den letzten Jahren gesunken ist, wenn ihr zum Beispiel
Texte lest oder euch irgendwas anguckt. Wofür es keine wissenschaftlichen Belege braucht, ist Grund 3, TikTok zu löschen: gefährliche Challenges. Denn gefährliche Challenges existieren auf TikTok. Darüber ist sich die Plattform sogar selbst bewusst. Vielleicht wurde euch in letzter Zeit ja mal so ein Video ausgespielt. Das, Leute, waren nur ein paar Videos, in denen ich mich verletzt habe. Die Videos, die wir machen, sehen sehr einfach aus. Aber glaubt mir, Leute, es kann auch sehr gefährlich werden. Und Leute, macht bitte niemals irgendwelche Videos nach, wenn ihr nicht die nötigen Sicherheitsmaßnahmen habt. Unsere Videos filme ich immer mit meinem Team, die Sicherheitsexperten sind und dessen Aufgabe es ist, nachzudenken, welche Sachen schiefgehen können und welche nicht. Bevor du ein riskantes Video machst, solltest du erstmal stoppen und nachdenken, ob irgendwas schiefgehen könnte oder ob du andere Leute damit verletzen kannst. Ich zeig dir heute, wie du auf TikTok viral gehen kannst. Was machst du da? So nämlich auf jeden Fall nicht. Solche Experimente und Challenges können nämlich extrem gefährlich sein. Was machst du, wenn du eine Challenge siehst? Halte inne und denk nach, ob es sicher ist. Entscheide dich. Wenn es zu gefährlich ist, mach es lieber nicht. Am besten meldest du gefährliche Challenges und beschützt damit dich und andere. TikTok. Und am besten lässt man jegliches Videomaterial von Kindern zu Hause verschlossen und lädt es nicht auf TikTok hoch. Auch wenn es lustig ist, auch wenn es super cute ist, Kinder haben dort nichts zu suchen. Fakt. Einfach Fakt. TikTok macht Kampagnen mit großen Creatoren, die genau auf dieses Phänomen hinweisen und jüngere Menschen vor dem Nachahmen gefährlicher Stunts und Challenges schützen sollen. Und wenn ihr jetzt vielleicht denkt, boah, das ist ja super nett, tolles Engagement von TikTok, mega, muss ich euch leider entzaubern. Das macht TikTok vermutlich nicht, weil sie so woke und vorausschauend sind, sondern weil sie damit auf riesige Skandale in der Vergangenheit reagieren. Denn in den vergangenen Jahren gab es immer mal wieder schreckliche Unglücke, die mit TikTok in Zusammenhang gebracht wurden. So auch bei der Blackout-Challenge, bei der es darum ging, sich selbst bis zur Ohnmacht zu würgen, diesen Clip zu filmen und ihn dann, wenn man wieder aufgewacht ist, ins Netz zu stellen. Ein besonders tragischer Fall, der womöglich im Zusammenhang mit der Blackout-Challenge steht, ist der des 12-jährigen Archie Battersby aus Großbritannien. Seit April 2022 lag der Junge in einem Londoner Krankenhaus im Koma, denn er hatte sich bei einem häuslichen Unfall schwere Hirnverletzungen zugezogen. Seine Mutter hatte ihn regungslos zu Hause gefunden und neben ihm lag eine Stoffbinde. Ein Indiz, aus dem die Eltern und die Behörden abgeleitet haben, dass er sich einer Internet-Mutprobe stellen wollte. Mittlerweile sind seine lebenserhaltenden Maßnahmen abgeschaltet worden und er ist gestorben. Und beim Thema Blackout-Challenge ist das vermutlich nicht der einzige Fall. 2021 kamen zwei Kinder aus den USA dabei ums Leben. Auch hier hatten sich ein 9-jähriges Mädchen aus Wisconsin und eine 8-jährige aus Texas mit einer Hundeleine und einem Seil bei dem Versuch stranguliert, für einen kurzen Moment ohnmächtig zu Alter Schwede. Also ich muss ja, also ich, das ist so schon immer echt krass, ne? Aber wenn man selber Vater ist von zwei Kindern, ist sowas so brutal zu lesen, ey, alter Schwede. Werden. Und auch in Ländern wie Italien und Australien soll es bei diesem Trend zu Todesfällen gekommen sein. Und zumindest einige der Eltern gehen aktuell mit einer Klage vor einem Gericht in Los Angeles gegen TikTok vor. TikTok wird hier vorgeworfen, die Challenge absichtlich und wiederholt verbreitet zu haben, statt dafür zu sorgen, dass diese gefährlichen Videos nicht weitergeleitet und geteilt werden, geschweige denn eine Plattform bekommen. Ja, und wenn ihr heute Blackout Challenge bei TikTok eingebt, dann findet ihr folgenden Screen. Deine Sicherheit ist wichtig. Einige Online-Challenges können gefährlich, verstörend oder sogar inszeniert sein. Informiere dich darüber, wie du gefährliche Challenges erkennst, damit du deine Gesundheit und dein Wohlbefinden schützen kannst. Ob das was bringt, ist fraglich. Das Problematische bei Challenges ist halt, die können innerhalb von wenigen Stunden und Tagen riesengroß werden, je nachdem, ne, wer die promotet oder wie der Algorithmus gerade drauf ist. Und TikTok kann dann immer nur reagieren, wenn eine Challenge schon groß ist. Die haben ja keinen Upload-Filter, der irgendwie vor dem Upload jedes Video ganz genau scannt, ob da vielleicht eine gefährliche Handlung drin ist. Und ich möchte nochmal deutlich sagen, diese Blackout-Challenge ist natürlich ein absoluter Extremfall. Trotzdem kursieren auch hunderte weitere Challenges, die zumindest zu Verletzungen führen können. Wie zum Beispiel die Birdbox-Challenge, wo man blind Dinge machen muss, oder die Scaring-a-Cow-Challenge, wo man Kühe erschreckt, oder der Trend, sich Eiswürfel da unten einzuführen als Frau. Wenn ihr über diese und weitere Phänomene was lesen wollt, dann kann ich euch mein Buch empfehlen, welches letzte Woche erschienen ist und einfach auf Platz 9 der Bestsellerliste eingestiegen ist, der Spiegel-Bestsellerliste. Link dazu findet ihr in meiner Beschreibung. Da werden noch ganz viele andere Challenges beschrieben und es geht natürlich auch um sehr viele Influencer, die auch namentlich genannt werden und anhand von vielen Realbeispielen werden da potenzielle Trends und Gefahren aufgezeigt. Kommen wir zu Grund 4.
der permanente Vergleich. Wenn ihr mir schon länger auf diesem Kanal folgt, dann habt ihr wahrscheinlich schon einige Studien von mir zitiert gehört, die nahelegen, dass der ständige Vergleich mit vermeintlich perfekten Leuten, mit vermeintlich perfekten Leben und perfekten Aussehen langfristig unglücklicher machen kann. Und vor allen Dingen ist ja auch immer die Sache, dass man differenzieren muss, das, was auf Instagram oder allgemein Social Media hochgeladen wird, ja auch nur ein kleiner Teil von dem realen Leben ist, was dahinter steckt. Natürlich wird bei Instagram nur das perfekte Foto hochgeladen, dass man vielleicht 2 Stunden da steht und sich überlegt, wie fotografiere ich das hier jetzt hier am besten, schon 2-mal Streit mit einem Freund gehabt habe und noch was weiß ich noch alles passiert ist. Das weiß keiner. Es weiß man nur am Ende, das schöne, tolle Bild, oh, ist das toll und mein Instagram-Live ist so super, yippie, yay, yay. Es ist alles Verblendung. Es ist alles Verblendung für diesen einen perfekten Shot. Und dafür, ach, es ist schon brutal. Es ist echt brutal. Auch in vielen Studien wirklich rauskam, dass es die Probanden unglücklicher machte. Jetzt sind aber nochmal neue Daten in Form des Beauty Impact Reports erschienen, die die Axel Springer Marktforschung in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut InnoFact durch Online-Befragungen unter Frauen folgender Altersgruppen erhoben hat. Erstmal einige der Kernergebnisse in Worte gefasst. Ergebnis 1. Der soziale Druck von außen kann zum Wunsch nach Beauty-Eingriffen führen, insbesondere bei Heavy-Nutzerinnen, also Nutzerinnen, die soziale Medien mehrmals täglich verwenden. Oder aber auch insbesondere Snapchat und TikTok bergen Gefahren für das Wohlbefinden von Mädchen und jungen Frauen. Sowie Influencer in sozialen Medien setzen Mädchen und Frauen unter Druck. Kein anderer Kanal beeinflusst Frauen in vergleichbarer Weise. Was die konkreten Zahlen betrifft, fand ich vor allem die Kategorien "Ich würde gern etwas an mir verändern" und "Ich hätte gern mehr oder weniger Kurven" sehr interessant. Da stimmen nämlich vor allem die 16- bis 39-Jährigen zu und unter den Heavy-TikTok-Nutzern sind es ganze 82%, die gerne etwas an sich verändern würden. Wahnsinn. Also von 5 Frauen, die mehrmals täglich TikTok nutzen, wollen 4 etwas verändern an sich. Ich finde das krass. Und auch heftig. Das, was als nächstes heftig kommt, habe ich euch bereits in einem anderen Video durch Zahlen der International Society of Aesthetic and Plastic Surgery belegt. Auch 2022 wächst die Zahl der minimalinvasiven Beauty-Eingriffe wie Botox oder Lippenunterspritzen weiterhin stark an. Ah, jetzt mal Real Talk, das sieht doch nicht schön aus, oder? Wenn man sich die Lippen so wegspritzt, das sieht doch nicht schön aus. Sorry, aber wenn du so richtig dicke Gummibude da vorne hast, ach, nee, nee, nein, lasst es, lasst es. Das bestätigt auch dieser Beauty Report des Marktforschungsinstituts. Und besonders interessant finde ich hier, dass die auch nochmal unterteilt haben, dass Heavy-Nutzerinnen von Social Media deutlich stärker dazu geneigt sind, diese auch durchzuführen. Die Bereitschaft zu minimalinvasiven Eingriffen liegt bei Heavy-TikTok-Nutzerinnen sogar bei satten 51%. Also etwas mehr als die Hälfte der Frauen auf TikTok kann sich laut der Studie sehr gut vorstellen, einen minimalinvasiven Eingriff machen zu lassen oder hat schon einen gemacht. Und wo wir schon bei krassen Zahlen sind, diese Marktforschung kann uns direkt auch noch Zahlen für Grund 5 liefern, TikTok zu deinstallieren. Mentales Wohlbefinden. Im Rahmen des Beauty Impact Reports wurde nämlich auch erhoben, wie das Wohlbefinden von Frauen ist, gemessen an der Intensität ihrer Social-Media-Nutzung. Also aufgeteilt wurde hier in Nicht-Nutzerinnen, in gelegentliche Nutzerinnen, in Intensiv-Nutzerinnen und in Heavy-Nutzerinnen. Und man kann wirklich sagen, je intensiver soziale Medien genutzt werden, desto geringer ist das Wohlbefinden. Bezogen auf psychisches Wohlbefinden, bezogen auf Selbstwertgefühl, bezogen auf Körperbewusstsein und bezogen auf den Mental Health Index. Ja. Kann ich bestätigen. Wenn ich mal irgendwie eine Woche das übertreibe und zu viel auf TikTok zum Beispiel abhänge, merke ich es auch, dass das wirklich brutal ist. Allgemein. Da ist eigentlich so viel Schmutz-Content. Eigentlich hat sie schon recht. Eigentlich muss man das deinstallieren. Mittlerweile swipe ich vielleicht einmal am Tag mal kurz für 10 Minuten da durch und dann habe ich eigentlich auch gefühlt alles gesehen, was ich sehen muss für den Tag und dann reicht es mir auch wieder. Aber lohnt sich das dann überhaupt noch? Ist die andere Frage, ne? Ist wirklich die andere Frage. Also, man kann so viele Sachen erzählen, die man bei TikTok gesehen hat, dass gesagt wird, wie man
naja, ich will nicht sagen, durch Straftaten erfolgreich werden kann, aber durch Content-Klau etc. pp. Alles wird irgendwie versucht. Hauptsache, man kann viral gehen und dir wird der letzte Müll, wird dir erzählt. Hauptsache, es reicht, um viral zu gehen. Es ist... Nee. Überall ging es den Nicht-Nutzerinnen deutlich am besten und den Heavy-Nutzerinnen deutlich am schlechtesten. Und wenn das kein Grund für euch ist, euren Social-Media-Konsum zumindest mal ein bisschen zu reduzieren, dann weiß ich auch nicht. Obwohl, doch, ich habe nämlich noch konkretere Zahlen für euch. Denn das Wohlbefinden wurde nicht nur gemessen bezogen auf die Intensität der Social-Media-Nutzung, sondern auch bezogen auf welche App genutzt wird. Also Heavy-Nutzerinnen von YouTube, Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok wurden verglichen. Und hier kann man sagen, ein deutlich unterdurchschnittliches Wohlbefinden haben Heavy-Nutzerinnen von Snapchat und TikTok. Aber auch Facebook ist knapp dahinter. Wenn ihr also bei euch vielleicht merkt... Also ganz ehrlich, bei Facebook, wenn du da unterwegs bist, noch bist da und du schreibst auch aktiv Kommentare, also du wirst doch sowieso, egal was du schreibst, wirst du immer wegbeleidigt von irgendwelchen Leuten. Also wer das noch nicht verstanden hat... Dass euer psychisches Wohlbefinden oder euer Selbstbewusstsein gerade so ein bisschen nach unten geht oder gerade nicht so gut ist, dann kann das Löschen dieser Apps oder zumindest zeitweise Löschen ein wirklich ernsthafter erster Schritt zur Besserung sein. Natürlich sollte man, wenn es einem richtig schlecht geht, sich auch in Therapie begeben, aber das setze ich jetzt einfach mal voraus, dass ihr das wisst. Dass Social Media wirklich so einen krassen Impact auf das mentale Wohlbefinden hat, wissen, glaube ich, nicht so viele, zumindest nicht so zahlenbasiert. Gut, ich könnte euch jetzt noch tausende Gründe nennen, für eine Zeit mal auf TikTok und Co. zu verzichten. Zum Beispiel, weil diese Plattform auch zu etlichen Fehldiagnosen führt, was Krankheiten und Co. betrifft. Ich weiß nicht, ob ihr diese Videos kennt, in denen unbekannte Symptome von ADHS oder von Autismus oder von Borderline so vorgetragen werden. Das ist so ein kleiner Trend auf TikTok. 5 Dinge, von denen ich dachte, dass sie normal sind, die Anzeichen für Autismus sind. Unintuitives Sozialverhalten. Ich habe überhaupt kein intuitives Gespür dafür, wann ich in einem Gespräch etwas sagen soll und wie ich mich generell verhalten soll. Die Frage nach dem Warum. Seit ich denken kann, muss ich immer alles wissen. Ich akzeptiere keine Anweisungen ohne Hintergrundwissen. Und ja, das ist vielleicht nett gemeint und kann auch wenigen Leuten helfen, sich da vielleicht wiederzufinden und dann auch zum Arzt zu gehen und eine Diagnose zu bekommen. Aber ihr glaubt nicht, wie viele Leute unter diesen Posts immer schreiben, oh mein Gott, das bin ich, oh mein Gott, vielleicht habe ich das. Und mit Sicherheit hat das... Das ist doch genau die gleiche Scheiße, wie Horoskope es sind. Wenn du dir dein Horoskop durchliest, denkst du, oh ja. Also 3/4 davon hauen ja hin. Das ist ja ein Ding. Ja, aber ist ja auch mein Horoskop gewesen, ne? Und genau das ist das. Und das ist auch das, was ich am Anfang vom Video gesagt habe. Die Leute suchen oder geben eine Plattform, um Probleme zu lösen, weil die Leute eben nach Problemen suchen. Sie denken, oh, irgendwas stimmt nicht mit mir, ich bin nicht so aufmerksam oder so. Und dann wird einem das vorgeschlagen, vielleicht ist es ja das. Gucke ich mir das mal an. Dann kommen 5 Sachen, die random wahrscheinlich dann 2 TikTok später nicht mehr ADHS sind, sondern Autismus oder Parkinson, keine Ahnung. Aber es würde zu allen passen. Und jedes Mal denken die, oh mein Gott, ich habe das. Und das ist diese Masche, die so verwerflich ist, die so schlimm ist und das macht mich echt wütend, ey. Nicht jeder, der unter diesen Posts kommentiert, denn so Punkte wie, ich möchte wissen, warum ich etwas tun soll oder ich fühle mich in Gesprächen manchmal komisch und überlege immer schon, was ich als nächstes sagen soll, ich glaube, das kennt jeder von uns so ein bisschen in gewissen Situationen. TikToker sind keine Ärzte und keine Psychologen und können diese auch nicht ersetzen. Vor allem können die keine Ferndiagnosen euch geben. In diesem Zug möchte ich auch nochmal auf mein Buch hinweisen. Hier haben wir nämlich ein ganzes Unterkapitel geschrieben zum Thema TikTok-Tourette. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Das ist nämlich ein Phänomen, was das erste Mal so aufgetreten ist, als die Corona-Pandemie begonnen hat und viele Menschen mehr zu Hause, mehr vor ihren Smartphones waren. Da ist nämlich aufgefallen, dass auf einmal signifikant mehr Personen mit Tic-Störungen in Arztpraxen vorstellig wurden. Und später hat man herausgefunden, dass sie alle die Gemeinsamkeit hatten, dass sie sich auf TikTok und Co. Videos angeschaut haben von Tourette-Betroffenen. Das alles wird in diesem Buch ganz genau aufgedröselt und durchleuchtet und was es damit auf sich hat, wird da auch erklärt. Gibt's in jeder großen Buchhandlung oder auch im Link in meiner Beschreibung hier. Außerdem machen wir 2
Lesungen, das wollte ich an der Stelle auch nochmal erwähnen, in Hamburg und in Köln, jeweils mit einem sehr, sehr coolen Special Guest. Tickets dazu verlinke ich euch auch unter diesem Video. Die Plätze dazu sind sehr begrenzt, also schlagt schnell zu, wenn ihr mich mal live in Person sehen wollt und ich euch vielleicht euer Buch signieren soll oder sowas. Ansonsten abonniert diesen Kanal, dann seht ihr mich immerhin regelmäßig durch den Bildschirm. Bleibt rational und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Ja, also viel mehr kann man dazu nicht sagen. Das ist sehr, sehr wahr, was die Alicia Joe da gesagt hat. Absolut sehr gutes Video, sehr informativ und das sollten viel, viel mehr Leute sehen als nur 371.000. Da in der heutigen Zeit müssen so, so viele Menschen oder auch Jugendliche aufgeklärt werden über dieses Thema. Das ist krass, das ist krass.